Nachdem beim Golf das Lackkleid mühevoll entrissen werden musste, gab es ziemlich viele Baustellen am Oettinger Bodykit. Diese musste in mühevoller Handarbeit wieder in seine Ursprungsform und eventuell sogar noch ein bisschen besser wieder zurückversetzt werden. Eins ist auf jeden Fall sicher, hier ist jede Menge Arbeit und Liebe reingeflossen. Nur das, was man jetzt hier sieht, mit der Stoßstange hinten, mit rausmachen, neu abdichten, Spachteln schleifen, 120, 130 Stunden. Es ist bis hierhin also schon jede Menge Zeit ans Land geflossen, aber heute wird endlich lackiert. Ihr habt gerade schon gesehen, die ganzen Teile wurden schon einmal lackiert und ein oder zwei Schichten Klarlack war das? Zwei Schichten Klarlack. Hallo erstmal. Hi. Jetzt wird hier gerade das Dach nochmal eine vernünftige Kante abgeklebt, weil das Dach wurde im Vorhinein schon schwarz lackiert. Müssen ja noch, die Schweller müssen ja noch schwarz, an der Stoßstange muss noch was schwarz, am Heckteil muss noch was schwarz und so weiter. Und wie gesagt, jetzt wird gerade das Dach abgeklebt, damit wir da eine vernünftige Kante haben. Wie zufrieden bist du bis jetzt? Bis jetzt, ja. Bis jetzt geht's. Jetzt kommt der heiße Moment, jetzt kommt das Auto. Was ist deine Befürchtung, warum du so gespannt bist? Man weiß ja selber, das steht ja schon sehr lange bei uns, leider. Und jetzt ist er nicht mal fertig zu sehen, das ist schon auch für mich Anspannung. Ich weiß ja, wie das Endergebnis sein wird, aber es ist ja für die Leute, die das Auto schon aus den letzten Videos kennen, ich packe mal die Playlist unten in der Videobeschreibung. Es ist jetzt ohne Design. Das Design war krass, kann man absolut gar nichts gegen sagen. Ich will auch gar nicht mehr weiter auf dieses Thema warum, wieso, weshalb eingehen. Weil es ist egal, was du da im Internet sagst, es wird eh falsch aufgenommen, ob du es böse meinst oder nicht. Deswegen beenden wir das Thema hiermit. Jetzt hier ist es, ja, weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wie gesagt, es wird halt komplett ohne Design und eventuell auch komplett ohne Design bleiben. Also das weiß ich noch nicht. Der Bus hat ja auch kein Design und ich glaube, dass das dann zusammen in Kombination schon richtig geil kommt, weil Bus ist, hat orangene Bremssättel, schwarze Felgen, hat der Golf auch. Schwarzes Dach hat der Golf auch. Was haben wir noch? Kreidegrau und Hochglanzschwarz. Das sind so die Farbkombinationen, die wir hier gewählt haben und worüber ich bei dem Bus tatsächlich sehr, sehr glücklich bin. Dem Bus geht es gerade nicht so gut. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt oder noch sehen werdet, weil ich nicht weiß, wann dieses Video hier online geht. Bei dem Golf ist der Motor kaputt. Ist halt so, kann man auch da niemandem die Schuld geben, weil das ist halt ein Auto aus Baujahr 2006. An dem Motor wurde natürlich was gemacht, aber auch nicht alles. So, ne? Das heißt, du steckst da einfach nicht drin. Und da gehen wir aber dann in dem Video von dem Bus drauf ein. So, Füller ist drauf. Eine Sache muss ich euch zeigen. Guck mal. Das finde ich natürlich richtig geil, dass hier diese Naht, die war ja komplett, ja, wie soll ich sagen, weggeschliffen, krumm und schief. Und jetzt sieht es halt wieder so aus, oder jetzt sieht es so aus, als wenn es halt ein Teil wäre.
Da bin ich tatsächlich sehr glücklich drüber. Ja, aber selbst bei uns ist das passiert beim Schleifen, wenn dieses scharfe Klebeband, wenn diese Ränder von dem Klebeband direkt an der Fläche anliegen. Deswegen einmal kurz angesetzt und schon hat man da wieder einen Cut drin. Das ist immer schade. Darum muss man dann wirklich aufpassen. Haben wir dann auch gemacht. Und dann war Ja. okay. Oh, es sieht wirklich, wirklich, wirklich gut aus. Gefällt mir richtig. Ich hoffe, das kommt hier auf der Kamera so rüber. Aber es sieht halt jetzt wirklich so aus, als wenn das Bodykit quasi aber ein Teil wäre, ne? Wie das ja hier hinten zum Beispiel auch ist. Es ist schon geil. Ich bin richtig zufrieden. Ja, und jetzt schauen wir mal, oder? Jetzt kommt die Farbe. Apropos Farbe, ich habe mich eben erst erschrocken, als er die Teile angefangen hat zu lackieren. War das so ein, ja, fast so ein Beige, würde ich schon sagen. Und ich dachte so, nein, ich habe doch gesagt Kreidegrau. Und dann hat es angefangen zu trocknen und dann wurde es dann halt Kreidegrau. Aber das war, mir ist das Herz auf jeden Fall erstmal kurz stehen geblieben. Auto ist fertig. Bist du zufrieden? Ja, sehr zufrieden. Ich tatsächlich auch. Ich kann das ja immer nicht so rüberbringen. Man sieht mir nicht an, ob ich gerade glücklich bin oder traurig, aber ich bin glücklich. tatsächlich, also sieht wirklich, wirklich, wirklich gut aus. Ich bin mehr als happy mit dem Ergebnis. Und jetzt kommen ja, wie gesagt, kommen noch ein paar Teile schwarz. Also das unten zum Beispiel kommt noch schwarz, hier unten der Heckdiffusor, das wird alles noch schwarz und so weiter. Dann die angedeuteten Racing-Gitter werden noch schwarz. An der Front kommt noch das ein oder andere schwarz. Heckspoiler und sowas hattest du ja alles schon, genau, schon gemacht, ne? Genau. Hier draußen steht jetzt noch die Kofferraumklappe und ein paar Kleinteile. Die machst du dann halt auch noch, ne? Genau, morgen, ja. Morgen direkt? Ich denke morgen, ja. Ja. Das werdet ihr tatsächlich jetzt in diesem Video nicht mehr sehen. Wir beenden dieses Video. Es ist jetzt rein theoretisch nicht viel passiert, sondern René hat wieder einfach nur mein Auto lackieren lassen. Aber das ist halt, ja, ich wollte euch einfach mitnehmen. Das gehört sich einfach bei dem Auto so. Ich bin mehr als happy. Vielen Dank bis hierhin. Wir schieben jetzt das Auto noch rüber in die Kabine und dann war es das für heute. Danke fürs Zugucken. Danke für deine Mühe. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.